Servus, grüß euch und herzlich willkommen im Multiplayer-Projekt. Ja, wie ihr schon hören könnt, ist der Fred wieder mit dabei. Servus. Ja, grüße dich. So, wir haben uns überlegt, wir brauchen einen großen Traktor nicht mehr. Nur, was haben wir? 21er hätten wir noch. Ich habe jetzt aber überlegt, dass wir, dadurch, dass wir eigentlich nicht viel Ding brauchen, dass wir unseren da 822 Favori Turbo Shift hergeben und dass wir unseren kleinen Traktor holen. Wir brauchen wirklich momentan keinen größeren Traktor wie 120 PS. Das heißt, wir gehen jetzt auf 120 PS wieder zurück. Im Sinne, holen unseren neuen, dass ein bisschen wieder mehr Action reinkommt in die ganze Sache. Farbe behalten wir natürlich gleich, weißt du. Petrol bleibt Petrol und Silber wird zu weiß oder was? Siehst, das Beste, wie wir gerade angefangen haben, der Fred ist auf dem Server gekommen, hat sich voll aufgeregt, voll. Hat geflucht und geschimpft in einer Tour. Wie man den geschworen oder so geschissen ist, den Kaumhof von mir. Erstens ist mein Hof und zweitens war ganz zufällig nur ein Mercedes-Benz daran gehängt, der was aber leider nicht mir gehört. Und der kehrt aber in Fred. Also ich weiß nicht, wie das passieren kann. Und die wissen leider, wie das passieren kann. Es war aber leider nur der Fred am Server. Auf jeden Fall, der Fred hat auch gestern fertig Stroh gepresst. Ich wollte eigentlich Stroh pressen. Hat er schon aus dem Hof zurückgeführt. Da war er ja flinker Bub. Und jetzt hat er die Wiesen da neben uns gleich gemäht. Kannst du die gleich schwaden dann? Ja, mit dem neuen Traktor dann. Aber jetzt müssen wir schauen, ob der Händler noch was da hat. Bis 8 Uhr hat der offen. Boom, boom. Weil es ist ja Sommer. So, und jetzt schauen wir, dass wir dann... so ist er ja voll klasse zum Fahren. Ne? Muss ich gar nichts sagen. Ist ein super Mod. Und ein super Traktor. Aber für was brauchen wir das? Wir haben jetzt schon die, wir haben einen Fan und den Fan, ja. Und den Samen haben wir auch noch. Und einen Beitrag. Ja, der gehört dir. Und? Wir sind hier im Osten. Da gehört alles ein Staat. Naja, ohne Spaß. Na, ja, also ich bin der Staat. So, ja. Und jetzt gehen wir, schauen wir, was wir für den Fan mit 19,1 Stunden, also es könnte stehen, 19,1 Stunden sind wir auf den Aufweg gefahren, 90% die. Hast du ein wenig Geld übrig, beziehungsweise könntest du dir bei Anhänger diesen Fliegel TDK 160 kaufen für Ballen noch? Nein. Dann hätten wir, das finde ich jetzt auch nicht mehr. Das findest du jetzt nicht nett? Ich hab das, der kostet nur 14.000, das ist ein Schnäppchen. Was? Was? Welches? Der für die Ballen, der Fliegel TDK 160, der ist bei Anhängern. Der TDK 160, das ist... Also das ist ein Schnäppchen, ne? Jetzt soll ich... 14.000. Dann habe ich wieder Kapazität. Warte, wie viel habe ich gestern auf den einen drauf gekriegt? 16 Ballen. Krieg ich 230 Ballen mit. Mit zwei von denen. Wann so hellgelb, ha? Nein, nicht so hell, im Dunkel, ich glaube es geht los. Und der und den soll ich jetzt kaufen? Ja, aber mit halt mit Ballenwagen, mit hinten der Bordwand noch. Ja. Und was bringt man das? Wir können mehr Ballen auf einmal transportieren. Ist mir scheißegal. Das ist mir aber nicht scheißegal. Was ist denn das hier? Ich dachte, wir sind ein gemeinsames Unternehmen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir Geld haben. So, wir brauchen Mittagsreifen, habe ich gesagt. Irgendjemand hat mir 25.000 Liter Gülle geklaut, nicht Gülle, Mist geklaut, 25.000. Ja, ja, hör auf zum Köln. So, wie viel Geld brauchen wir denn im Endeffekt? So machen wir den, ha? 90.000, so, das wie viel Liter? Ja, das geht ja voll. Voll günstig. Na, voll günstig, 18 Eier, jetzt tun wir mal.
Wenn wir schon dabei sind, tun wir kurz ein paar Sachen verkaufen, dass wir einfach das wieder zahlt, dass wir nicht zu viel Kredit aufnehmen. Im Sinne, was wir haben, haben wir. Bei mir kannst du auch die 7000 Liter Milch verkaufen. Jetzt erst nehmen wir mal die Eier weg. Hinten dort. Mischrationen war halt schön, wenn wir die machen einmal bei mir. Ja. Hast du Heu? Nee. Nee. Ja, also. Aber du hast zu viel. Ich hab kein Heu mehr. Willst du sagen, dass du jetzt alles verplempert hast? Hey, das war noch nicht viel Heuballen. Die 3-4 da. Wir pressen doch gleich jetzt hier neue, dann hast du gleich wieder frischen Schratzen. Ja, eh klar. Klar, locker. Ich habe übrigens 150.000 Liter Mischration drin, vielleicht liegt es auch daran. Achso, 150.000 mal 2 Ballen und so und dann, ja. Da jammert er immer, dass er kein Ding hat. Ich hab kein Heu mehr. Nein, eh nicht. Silage und Stroh habe ich jetzt an Massen. Ja, Silage und Stroh hast du vorher schon gehabt. Jetzt habe ich aber noch mehr. Jetzt habe ich gehabt den gleichen, was ich da in Deutsch habe. Da gibt es das Ford Raptor. Und ich überlege sie erst, ich habe eh einen Ford, oder nicht? Und jetzt habe ich gesagt, ist ein Ding. Raptor. Ja, 3000 Liter Milch sind fast 4000 Euro. Also ich muss schon sagen. Das war jetzt scheiße. Wie immer halt. Nein, du kennst ja nicht aus. Wahnsinn mit dir. Oh, im größeren Zeta könnte man Sachen wieder kaufen. Was? Du redst immer nur verkaufen. Du den Zeta, wenn du es jetzt dreimal gemacht hast. Drei Flächen hast du jetzt gemacht. Mehr hast du nicht. Ich hab nicht mal drei Flächen. Ich hab nur eine Dingfläche. Da war Karton. Heißt, und drum wie ich an kleinen Traktor noch. Weil der Fred fährt mit immer mit den 200 PS. Der hat Sprit verbrauche ich mich. Das ist eh scheißegal. Ich habe eine kostenlose Tankstelle. Trotzdem. Süß, dass du uns kostenlos tanken kannst. Alter, das passt eh gut, die Kombi. Wie ist denn der Milchpreis eigentlich? Fangen wir mal so mal wieder. Beschissen würde ich sagen. Beschissen? Ja, typisch. Jahre 2018 angekommen, das Spiel. So, schauen wir mal. So. Eier bekommen wir 4200, das ist gut. Und Milch 1100. Oh je, jetzt ist er wieder früh aufgegangen. 1180, ja. Ja, habe ich wieder hergekriegt. Super. Erst darfst du ruhig aussagen. Okay. 70 Euro. Erlösung, bitte komm. Hat auch. Oh, 600 Euro wegen 600 Euro, das ist doch nicht Ding. Ja, ein Wahnsinn. So. Jetzt hab ich da was entdeckt, Fred, muss ich da sagen. Was? Wie heißt denn die zweite Map für Giants, die USA Map? Erst, warum linkt er nicht mehr, wenn ich nicht mehr gelangt habe? Keine Ahnung, wie die heißt. So wie gestern auf der Weiß. Ravenbot, glaube ich, da war ich aber noch nie. Pass auf, ich war noch nie. Und jetzt habe ich gestern einmal ein Ding aufgemacht im Giants Editor. Auf einmal habe ich... Also, du den Text du wieder geändert? Ja. Was? Ja, ich habe voll günstig Angebot für neue Platten bekommen. Musste ich zuschlagen. Glaube ja, voll günstig. Und kein Geld haben wir. Ja. Ich hab doch 3000 Euro, das reicht. Du hast 3000 ums Kuss oder 3000 hast? Hab ich noch, das war nicht teuer. Aber wo ist der Mist?
Jetzt bin ich so richtig abbunden, jetzt kann ich Heißt, mir auch so bauen. Ich oder hab er dann. resettet sich einfach, wenn er voll ist. Was hast du denn jetzt auf dieser USA-Map da? Da Ja, habe was? ich urschöne Objekte, die Häuser sind urlässig, die passen jetzt viel auf die Walchen, ich weiß, das so Berghäuser und alles. Du hast bei den ganzen Häusern schon Stege und das Ganze mit dabei und Pflanzentexturen, was der fürs Wasser auch schön, mit so Boote und so, urgeil. Habe ich heute schon, glaube ich, gestern angefangen zum Verbauen. Ja. So, jetzt muss ich schauen, dass ich wieder richtig fahre. Wann wollen wir denn dann das Video für die Walachen? Walchen! Du Sag sagst immer Walachen. Wallachen, Wallach, Walachen. Wallach, Wallach, Bruder. Oh. So. Wallach, Bruder, was Dann ist wollen gut? wir dafür das Video aufnehmen. Ah, ich weiß noch nicht. Na, weiß noch nicht. Unschlüssig. Ja. Nicht. Ich brauch Geld, brauch 90.000 Euro. So, jetzt habe ich 85. Muss wieder einen Kredit aufnehmen wegen dir. Eieiei. Dafür kriegst du frische Heuballen. Schau mal. Ist das Schau nicht mal. was? Wie viel Mischration hast du denn drin? 30.000. Wieder nix. 38. Für 300. So. Mach mal 100.000 Mischration rein. Oder wie viel willst du? Richtig. 100.000, gut. Jetzt gehen wir dann Traktor kaufen wir morgen. Ich habe gerade entschlossen, den kaufen wir erst morgen und da steht unser Fliegel drin, ein Strohballen. Müssen Ich wir würde sagen, die Ballen auf dem Feld pressen wir heute noch und dann gehen noch. wir schlafen. Nee, das machen wir morgen. Mann, okay. Jetzt hätte ich noch gar fertig und dann lege ich mich in mein Haus, In dein Haus gehen du? das kein Okay. Bett hat. Bett, aber eigentlich hat man schon dir auch hergegeben. Nein, irgendwie schon dir gebe ich nicht her. Irgendwie war nicht schon dir nicht mag. Irgendwie gefällt er mir trotzdem. So. Hauptsache. Weißt, er redet, dass er so viel Strohballen hat und dann holt er es irgendwo verschollen. Weißt du nicht, wo die stehen? Die stehen Ja. dann hier, wo der 28 drin Ich steht. weiß, sagt er, dass er, was du meine, du einsteigen bist, der sagt, er hat keine Strohballen und dann hat er da vier Lagen die Strohballen. Was hat er da Ich drinnen? habe gesagt, ich habe keine Heuballen, Strohballen habe ich. Ja, weißt du wieder, was hast du eigentlich da drinnen? Silageballen. Ein Rückgewogen. Siehst du, da gehen wir einmal in Fuß. So, Da können wenn wir den 500, deswegen wollte ich den 500er Fan eigentlich, weil der so geil an die Seilwinden dran passt. du. Dann pass einmal auf, ich hab einen D5 an geilen. Ich habe einen geilen Güldner gefunden. Warum kaufen wir uns kein D5? Ich weiß nicht. Ich Habe ich schon. keine modernen Traktoren. Jo, wir kaufen D5. Das habe ich jetzt gerade entschlossen, kein Ding. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Pfiat den KWDR. Tschüss.